So. Wie lauten denn diese mysteriösen Worte, mit denen man temperamentvolle Frauen bändigen kann? Vergiss es, Rufus. Nein. Diese Worte haben schon genug Schmerz verursacht. Aber mittlerweile muss die Wunde in deinem Herzen doch wieder verheilt sein. Es geht hier nicht nur um mein Herz, Rufus, sondern auch um mein Schultergelenk, ein Bein und den linken Lungenflügel. Erzähl mir mehr von deiner Bambi. Willst du mal vorlesen? Tja, sie ist die temperamentvollste Frau, die ich kenne. Ihr gehört der Waffenladen in Klein-Venedig. Ein echtes Mordsweib. Auch wenn sie nie verurteilt wurde. Es ist schon eine Weile her. Da habe ich mein Herz an sie verloren. Gott sei Dank hatte Doc noch ein Spenderherz auf Lager. Ich weiß auch nicht, ob die das immer ernst meinen oder nicht. Ich finde, du solltest deiner Bambina mal einen Besuch abstatten. Was? Nein, vergiss es. Ach komm schon, sie klingt echt scharf. Könnte dir die Kehle aufschneiden und würde. Bist du jetzt ein Pirat oder so ein Piro? Zum 100. Mal, ich bin kein Pirat. Und ich habe auch kein Interesse, mich andauernd von dir in irgendwelche Abenteuer verstricken zu lassen. Ich mochte mein Leben, wie es war, bevor wir uns getroffen haben. Ruhe, Frieden, Gemächlichkeit. Kaperfahrten, Seeschlachten, Meutereien, Ermordung der Erstgeborenen. Sonntagsnachmittagsspaziergänge, Gartenausstellungen. Brandschatzen, Kielholen, Schatzsuchen, Kreuzigungen. Na verdammt, Rufus. Nicht jeder mag Konflikte und ich schon gar nicht. Magst du doch. Nein, mag ich nicht. Magst du doch. Nein und nochmals nein. Doch. Im Gegenteil. Ich scheue Konflikte, ich... Okay, ich geb auf. Pah, wusste ich's doch. Du stehst immer noch auf sie, nicht wahr? Ich werde mal bei ihr vorbeischauen. Oh, triff mich in Klein-Venedig vor dem Waffenladen, okay? Ich werde seelischen Beistand brauchen und medizinischen. Schon klar, du alter Haudegen. Okay, vielleicht kann ich mir seinen Becher krallen. Was? Not? Nö, aber ich speichere mal. Achso, ich wollte Escape drücken zum Speichern. Hier war es ja ein bisschen anders. Ich würde nochmal speichern. Da machen wir mal ganz kurz einen Schnitt. So, das war eine kurze Unterbrechung. Ah, ich kann das Spielmenü springen. Okay, einmal zum... Gespeichert habe ich. So, Marktplatz. Nach Kleinmilch. Nee, da ist er nicht zum Waffenladen. Oh mein Gott. Ah, Rufus, da bist du ja. Bleiben Sie, wo Sie sind. Mein Optiker kann Karate. Aber Rufus, ich bin es doch, Bozo. Siehst du behämmert gut aus. Meinst du nicht, dass der Hut ein dickes Gesicht macht? Außerdem zwicken die Rüschen im Schritt. Das gehört so. Genau richtig für ein Date. Rieche ich da sogar Aftershave? Das ist Anti-Wolf-Spray. Gut, da denkt jemand mit. Es kann losgehen. Ich weiß nicht. Meinst du wirklich, dass das eine gute Idee ist? Aber natürlich. Was machen wir hier noch gleich? Na klar, das wird super. Das letzte Mal, als du das gesagt hast, bin ich auf einen Riff gelaufen. Der Ausblick war doch einmalig. Komm schon, Riesenbaby. Herrje. Worauf habe ich mich da eingelassen? Auf denselben Scheiß wie immer, Freund. Verfluchte Göhren! Wie oft muss ich euch noch sagen, dass ich euren Opa nicht erschossen habe? Zumindest nicht! Was? Bozo? Bist du es wirklich? Nein. Los, komm rein! Ich will nicht schon wieder die Leiche eines Lärmschutzbeauftragten im Kanale entsorgen müssen. Lärmschutz? Komm schon! Und jetzt verrätst du mir, wo du die ganze Zeit gewesen bist. Ich war unterwegs und, was hast du mit der Machete vor? Jetzt beruhig dich doch. Freust du dich denn gar nicht, mich zu sehen? Das war mein... Kanonenkugel. Komm schon, Bambina. Du weißt doch genau, wie das läuft. Erst bist du wütend, aber sobald ich diesen einen Satz sage, was ist das? Für die Geräusche, wenn ich mir
dich nicht auf Schild. Wir trappen in unserer Uhr. Es quietscht und knarzt in einer Tür. Wir trappen, wir klirren, wenn ich mich nicht irre. Den Schrottgraben im Tempelgrab, der ihn liegt manchmal. Oh. Oh, das Ohr. Oh, das ist doch nicht zu fassen. Bei dem Lärm versteht man ja sein eigenes Wort nicht. Ich denke, es ist besser, du gehst jetzt. Aber... Raus, sofort! Da sind ein Haufen Krabben. Tja, ich hab dir doch gesagt, dass... Psst, ich hör da was. Ach nein, Waschlappen können ja gar nicht. Na, was ist jetzt mit den Krabben? Bleiben die jetzt? Ich hab sie. Na, ihr kleinen Wusels, genießt ihr euer neues Zuhause? Ach, lass das! Okay, diesen Satz jetzt immer noch nicht erfahren. Oh je, Rufus, glaubst du etwa immer noch, dass das eine gute Idee ist? Eigentlich... Kein Problem, dann warte ich. Nutzt doch die Zeit, um über... Okay, er will noch ein bisschen über seine Zeit nachdenken. Ich will jetzt erstmal... Nach unten. Ich weiß nicht, ob sich da jetzt was verändert hat. Vielleicht finde ich da ja noch was Praktisches. Das war auf jeden Fall schon mal korrekt. Na, hat sich was verändert? Keine Augen mehr. Eine noch. Aber da hat sich gar nichts geändert. Bellevue. Rodocks Werkstatt. Ich überlege gerade, vielleicht muss ich noch einen anderen Song da reinlegen. Was mache ich jetzt hier mit den Dingern? Na, ihr kleinen Wusels. Hunger auf... Hunger auf Schrott. Na, ihr kleinen Hunger... Das war's. Doch, ist alles beendet. Na, ihr kleinen Wusels, Hunger auf Schrott. Das war's. Die Fütterungszeit ist beendet. Ich könnte das Ventil wieder aufmachen, aber scheint mir jetzt irgendwie nicht so sinnvoll. Was habe ich auch noch für ein Lied? Die Schrottlawinen, Tarantella. Gut, schauen wir mal nach, was es noch so für Songs gibt. Danach muss ich jetzt mal ein bisschen was wegrendern. In den Hafen. Einmal bei die Jukebox prüfen. Der tote Taubentango ist das sogar Lümmeltütenlied. Schreibt ihn. Nee, ich glaube nicht, dass das jetzt falsch war. Ich will diesen Song wissen. Das mit den Krabben ist bestimmt... Ja, ich hätte mal klopfen sollen. Bist du es jetzt einfach nochmal, oder? Oh je, Rufus. Glaubst du etwa immer... Du willst doch nicht etwa schon aufgeben, oder? Um genau zu sein. Komm schon, einmal noch. Sag diesen Satz. Verfluchte Hausierer! Wann lernt ihr es endlich? Wer seine Beine vollzählig mag, sollte niemals... Du schon wieder? Los, komm rein! Komm schon! Ich weiß nicht, ob das Schauspiel jetzt nochmal von vorne losgeht. Du hast Nerven, hier nochmal aufzutauchen! Ich bin wie ein Bumerang. Moment, das war kein Vorschlag. Komm schon, Bambina. Können wir das nicht überspringen? Ich muss nur meinen Satz sagen und schon.
Okay, das war die Szene, die wir unten gesehen haben. Oh, nicht schon wieder. Wie soll man sich bei dem Gejaule denn konzentrieren? Also, ich finde es romantisch. Raus, sofort! Probieren jetzt in der Zeit, ich habe noch zwei Dinge aus. Und zum einen klopfe ich nochmal an diese Tür, jetzt wo die Krabben weg sind. Vielleicht findet ihr das ja super knorke. Ja, von dem... Das ist nicht das geheime Klopfzeichen. Verdammt. Was fange ich mit den Krabben da oben an? Nein, 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 nein. Das reicht nicht. Gar keinen Fall. Moment. Die Hoppel. Oh, natürlich. Ist das hier vielleicht ein Rezept? Darf ich mal tasten? Zumindest scheint es in Blindenschrift geschrieben zu sein. Auch wenn die Schrift etwas verschmiert ist. Aber ein Rezept ist das nicht. Verdammt. Diesmal war ich so sicher. Oh. Warte noch, das hier ist einer meiner Coupons. Wo hast du den nur gefunden? Man kann zum Glück nicht behaupten, dass er die ganze Zeit unter unserer Nase war. Dafür bekommst du eine Gratisprobe meines neuesten Zugangs. Ah, also doch, was bekommen. Coupons Agnizio, die Gurke der Erkenntnis. Sie ist so neu, dass es noch keinerlei Studien über mittel- und längerfristige Folgeerscheinungen gibt. Cool! Naja, ob das so cool ist. Die Gurke der Erkenntnis. Hey, ich glaube, ich habe tatsächlich gerade eine Eingebung. Man sollte niemals einem Blinden blind vertrauen, sonst dreht er einem den übelsten Mist an. Okay, das hat... Das ist interessant, ich habe eine Gurke. Hilft mir das hier weiter? Ende. Okay, geklopft habe ich. Ich wollte noch einen anderen Song ausprobieren. Und zwar den Song, den ich jetzt hier ganz zufällig habe. Im Prinzip müsste ich den irgendwie aus dem Weg... Moment. Probier mal Folgendes. Ancora? Stupido! Stupido! Cazzo idiota! Ach ja. Das da? Noch ein neuer Airbag. Wie viele Ersatz-Airbags hat Doc denn nur auf Lager? So, wir können das mal zur Sicherheit austauschen, falls er dann doch nochmal auftaucht. Damit sich die Aktion auf jeden Fall irgendwie lohnt. Die Schrottlawinen-Tarantella. Und dann ab nach Klein-Venedig. Neuer Versuch. Na, ihr Klackinies. Lass. Den scheint dieses Gejaule tatsächlich zu gefallen. Was irgendwie Sinn macht. Immerhin haben sie keine Ohren. Das ergibt mächtig Sinn. Na, ihr kleinen Hunger. Das war. Okay, kein Gefutter mehr für euch. Und hier, frisst du doch mal die Gurke. Vielleicht kannst du was damit anfangen. Dieses eine Mal wird er wohl ohne meine Hilfe auskommen müssen. Okay, ohne Gurke. Alles oh da. Je, Rufus. Glaubst du probieren wir es nochmal. Du willst ja... Komm schon. Okay, jetzt hatten wir ja schon mal, klick das mal durch. Verflucht, wann lernt er sein... Du schon, los! Mal sehen, ob der Hausierer ist, der Gondoliere nochmal auftaucht. Du hast Nerven. Ich bin... Moment. Das war kein Vorschlag. Komm schon, Bambina. Mist. Können wir das nicht überspringen? Ich muss nur meinen Satz sagen und schon. Nicht, wie soll man sich... Also, okay, der muss aus dem Weg geräumt werden.
flitze jetzt nochmal schnell bei Doc vorbei. Was muss ich mit diesen Dingern hier anstellen? Wofür ist eigentlich der Ofen gut? Noch ein neuer Airbag. Wie viele Ersatz-Airbags hat Doc denn nur auf Lager? Oh, nochmal kaputt. Ich habe keine Ahnung, wozu. Die gehen doch immer als erstes kaputt. Sprechen wir nochmal mit ihm über die Airbags und dann machen wir wirklich einen Schnitt. Hier muss noch. Das ist Techno. Sowas erkennt. Nö. Okay, mal sehen, ob er noch irgendwas in den Airbags sagen kann. Vielleicht sagt er was zu der Gurke der Erkenntnis. Hallo nochmal. Ah, Rufus. Wie kommt... Okay. Ich werde das. Gar nichts. Nö. Okay, wir werden weiter ausprobieren. Ich habe da noch ein paar Ideen, aber jetzt mache ich erstmal einen Schnitt, weil ich echt genug auf einmal aufgenommen habe. Ich habe jetzt fast 200 GB an Videos aufgenommen. Halt mit Fraps, ganz klar. Kennt, wer es schon mal gemacht hat, kennt das ganze Spiel. Es gefällt mir sehr gut. Ich werde zwischendurch mal versuchen, ein bisschen mehr zu sagen, auch wenn es nicht nötig ist bei dieser Art Spiel. Aber auf jeden Fall, mir macht Spaß und bis zur nächsten Folge.